So, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Wir sind ja hier in Franken und Oberpfalz ist bei mir. Schön, dass du heute da bist. Ich habe vorhin so einen Zungenbrecher gehört. Wie heißt ihr oder wo genau kommt ihr eigentlich her? Also wir kommen aus dem Herzen des Oberpfälzer Waldes, genauer gesagt aus Windisch-Eschenbach. Und wir sind die Altneuhauser Feuerwehr Kapellen. Das ist für einen Franken schwer zu sprechen. Da gibt es die unmöglichsten Variationen. Altneuhäuser Feuerwehr. Also es heißt richtig Altneuhauser Feuerwehr Kapellen. Und im Waldnabtal, das ist ein Naturschutzgebiet, da gibt es ein Felsmassiv, das heißt Altneuhaus. Im Dialekt gesprochen Altneuhaus, und da haben wir unseren Namen her. Da habt ihr euren Namen her. Jetzt bin ich ein bisschen erstaunt gewesen, wenn man euch jetzt immer so beobachtet oder man schaut sich die Sendung natürlich an. Das ist ja schon Pflicht mittlerweile, 30-jähriges Jubiläum. Was ist mit deinem Zahn passiert? Der ist sonst immer so schwarz. Ja, also das ist mein richtig gewachsenes Gebiss, so sieht's aus. Und ich glaube, bei mir wurde die erste Kieferkorrektur der Oberpfalz durchgeführt und ist schief gegangen. Also ein Zahn hier vorne ist schief. Ja, ein bisschen sieht man es ja. Ja, und wenn man jetzt die anderen Zähne schwärzt, dann springt der optisch noch mehr hervor. Ein anderer Kollege vom Fernsehen hat mal zu mir gesagt, du musst dich so kostümieren, dein normales Gesicht interessiert keinen Menschen. Und es ist tatsächlich so, also mein normales Gesicht sieht man und vergisst es gleich wieder. Aber wenn man einmal diesen Kommandanten gesehen hat mit diesem herausspringenden Veitsüchheimer Giftzahn und diese Fratze, kann man schon sagen, also man sieht das einmal und vergisst das nie mehr wieder. Und das ist ja eigentlich das Beste, was passieren kann, wenn man auf der Bühne was macht, wenn man unverkennbar wird. Aber es ist ja nicht nur der Zahn, es ist ja die Stimme. Allein die Stimme ist ja sehr prägnant. Wenn man das schon hört, dann merkt man schon, oh, die Oberpfalz ist da. Man erkennt ihn sofort, ob Zahn oder nicht Zahn. Habt ihr euch denn jetzt mittlerweile wieder befreundet, hier die Franken und die Oberpfalz? Oder dürfen wir uns am Freitag wieder auf einen Schlagabtausch freuen? Na, wir werden uns sicherlich nicht liebkosen auf der Bühne. Wir werden nach wie vor die Querulanten sein, die Störfaktoren in der Sendung, die sich ein strafversetzter, zerlumpter Haufen, der sich aber für elitär hält und sich die Frechheit herausnimmt, über die Franken herzuziehen. Das wird so bleiben. Hinter den Kulissen darf man zwar nicht sagen, aber wir verstehen uns eigentlich ganz gut. Aber wir führen unsere Schaukämpfe vor der Kamera natürlich fort. Also ich muss ja auch sagen, ich bin ja hier aus Franken und mir liegt über die Oberpfalz sehr am Herzen. Ich liebe diese Gegend und deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn ich die Stimme höre. Ich war letztens bei einem Skilift in der Oberpfalz zur Après-Ski-Party und da sagte meine Frau, es ist ja wie in Österreich. Ich verstehe kein Wort. Ja, das ist ein abhörsicherer Dialekt. Also wir bleiben mal bei abhörsicher. Wir werden es aber mit Sicherheit hören. Nächsten Freitag, jetzt bald ist es soweit, 30-jähriges Jubiläum. Wie lange seid ihr dabei? Wir sind jetzt zum 12. Mal dabei. Und wie lange noch? Wie hat einer von den Rolling Stones gesagt, wir machen jetzt nur mehr die kleineren Säle bis 1200 Gäste und so lange, bis sie uns rausschmeißen. Deswegen die Frage, wie lange. Also trotzdem, vielen Dank, schön, dass du da warst und wir sehen uns. Danke. Ja.